Daran, da ich keinen Shader anhab, könnt ihr sehen, es ist mal wieder Snapshot-Zeit, denn wenn ihr das Video seht, ist die 1.21 bereits draußen. Heute ist Mittwoch, da ist er noch nicht da. Deswegen spiele ich im Moment den Minecraft 1.21 Release Candidate 1 Snapshot. Und mal gucken, was es Neues gibt. Also würde ich sagen, fangen wir mal an zu erkunden. Let's go. Oh, hier ist ein Lush Cave. Und falls ich es, by the way, noch nicht erwähnt haben sollte, in der Update gibt es viele neue Dinge, unter anderem Waffen, Items und Strukturen. Und ich versuche natürlich heute alles zu finden. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, ob ich es schaffe. Ja, was ist denn hier? Dia, let's go. Noch mehr Dias, juhu! Digga, also riesige Höhlen gibt es hier auf jeden Fall immer noch. Aber mir ist aufgefallen, dass hier jede Menge Redstone spawnt. Sind wir oben? Ja, wir sind wieder oben. Ich bin zurück über der Erde und ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar jede Menge Dias. Also, die findet man wirklich überall in diesen Höhlen. Das ist heftig. Dann würde ich sagen, equippe ich mich mal und dann suche ich ein Dorf. Denn ich brauche so einen Dude, der mir eine Karte tradet, um die neue Struktur zu finden. Ich würde jetzt sagen, ich bin gut equipped. Dia-Schwert, Dia-Spitzhacke und eine komplette Dia-Rüstung mit einem Schild. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche nach einem Dorf. Jo, hier ist nochmal eine gigafette Höhle. Oh, ich glaube, das Powder. Ja, das Powdered Snow. Zum Glück habe ich Lederschuhe. Kommen die hier drüber? Oh mein Gott, ja, die sinken ein. Huh. Ich dachte kurz, die kommen hier drüber. Ha. Keine Lederschuhe am Start. Yo, Wandering Trader gespawnt. Ich soll mir wirklich Blumen kaufen. Wenn die literally da im Wald stehen. Aha. Ja, du musst nochmal gucken wegen Angebot und Nachfrage, Brie. Ist es ein Dorf? Ist es ein Dorf? Ist es ein Dorf? Ich glaube, das ist ein Dorf. So, dann machen wir uns mal so einen Kartentisch. Denn dieser Villager kann uns, ich weiß halt leider nicht auf welcher Stage, eine Karte zu einer Trial Chamber droppen. Und genau da wollen wir hin. Von da an ist es ganz passend. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie an genug Emeralds dafür kommen. Ganz merkwürdig, irgendwie stehen jetzt die Koordinaten von der Trial Chamber in meinem Chat. Keine Ahnung, wie das passiert ist und ich weiß auch gar nicht, warum hinter mir so viele Emeralds liegen. Aber ich denke, ich laufe da jetzt einfach mal hin. Okay, ich glaube, das sollte hier in der Höhle unten irgendwo einen Zugang zu der Trial Chamber sein. Ich bin jetzt also endlich in der neuen Struktur und ich würde sagen, hier können wir ein bisschen erkunden. Okay, Trial Spawner Nummer 1. Oh mein Gott, die geben mir Hunger. Was? Oh mein Gott, Bro. Ich bin instant überfordert, Digga. Ich hab die Rüstung. Hilfe. Also ich glaube, hier sollte man, wenn möglich, mit Bogen rein. So, ich glaube, in diesen Pots ist was drin. Da gucken wir dann auch gleich mal rein. So, dann gehen wir mal tiefer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Da liegt mein Müll. Okay. Ja, juhu. Okay, hier ist eine Kiste. Und hier spawnen noch Husks. Husks ist easy. Die kriege ich hin. Hoffe ich. Und dann gucken wir gleich mal, was in der Kiste drin ist. Oh mein Gott, Bro, ich hasse dieses Skelett. Yo, was war das? Oh mein Gott, das ist der Breeze-Raum. Das ist der Breeze-Dude. Der Breeze-Dude, ich muss nochmal raus. Ich muss raus. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Die Kiste ist leer? Bro, was ist denn das? Also ich weiß nicht, ob das in der echten Version auch so sein wird. Also in der Version, in der ich spiele, ist es auf jeden Fall so. Komisch, aber okay. Okay, hier ist nochmal ein Trial Key. Nice, haben wir schon zwei. Und dann würde ich sagen, fighten wir doch mal den Breeze Dude hier. Was ist das? Knopf. Macht. Oh mein Gott, der kann der Wasser. Cool. Der Knopf hat eine Funktion. Habe ich echt nicht gedacht, to be honest. Flutet er den ganzen Raum. Oh mein Gott, das ist ja voll gut gegen den... Okay, eine Breeze Rod. Interesting. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Maybe. Ich glaube, das ist voll gut gegen den Dude, weil der sich dann irgendwie nicht so gut bewegen kann, so wie es aussieht.
So, okay. Das hat mir jetzt Brot gedroppt. Ich glaube, da kann ich mir einen Key einlösen. Mach mal hier Wasser wieder weg, bitte. Dankeschön. Upp. Yay, Brot. Komme ich da auch irgendwie normal hin? Ne, glaub nicht. Was ist hier? Ah, das ist auch so ein Ding. Boom. Wow. Oh. Oh. Yo, Protection 2. Geil. Oh mein Gott. Noch eins. Das gleiche? Ne, Dawn 1. Okay. Könnte man kombinieren. Kiste? Leer. Warum sind die Kisten alle leer? Ich hoffe mal, das liegt nur an der Version. Ich hätte vielleicht da oben noch einen reintun sollen, oder? Ich brauche jetzt noch einen. Menu, jetzt muss ich nochmal runter. Okay, geht auch so auf. Blub. Braucht es einen anderen Schlüssel? Oh, das kann sein. Okay. Aber wo kriege ich den anderen Schlüssel her? Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Ah, das ist ein normales Ding. Okay. Yo, ein Template. Ah, okay, man kann da so sehen, was man rauskriegt. Das ist cool. Barrel. Hä, hier gibt's Betten. Oh, das ist cool. Das ist cool. Und Essen. Essen nehme ich gerne mit. Okay, da ist wieder so ein Breeze. Du, aua. Oh mein Gott. Wie sinnvoll ist es, hier Parkour machen zu wollen? Okay. Hat funktioniert. Somehow. Oh, da ist noch so ein Ding. Das ist aber ein normales, oder? Ja, das ist ein normales. Oh mein Gott. Aber eigentlich bin ich ja hier, um den Breeze zu killen. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Oh. Maybe hier runter. Jupp, da ist er. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich rauskrieg. Weitere Breeze Rod, nice. Was kann ich denn damit eigentlich machen? Okay, Mace. Mit einem Heavy Core. Wo kriege ich einen Heavy Core her? Keine Ahnung. Okay, anscheinend soll ich den aus so einem Vault bekommen können mit einer 2,2%igen Chance. Also würde ich sagen, warte ich mal bei dem Vault. Kann ich die eigentlich zu irgendwas craften? Oh, die kann man zu was craften. Gucken wir später an. Dreizack. Jo, der ist lila geworden. Okay, interesting. Was ist das? Bad Omen. 1 Stunde 40. Okay, das gibt es jetzt also auch im Trank. Das ist cool. Sieht aber irgendwie anders aus. Brudi, wer ist denn er? Skelett mit dir, Rüstung? Digga! Ich glaube, ich bin etwas überfordert gerade. Oh mein Gott, Bro, die haben ja, das wird ja immer schwieriger hier. Alright, ich würde sagen, ich beam mich jetzt mal schnell an die Oberfläche. Alright, Heavy Core ist auf jeden Fall so selten wie ein Dreizack jetzt. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Das heißt... Ja, keine Ahnung, was das heißt. Dann craften wir mal diesen Hammer. Mace. Und ein paar von diesen Breeze Windcharge-Dingern. Was anderes scheint damit ja nicht zu gehen. Okay, Windcharge. So, also es gab auf jeden Fall mal einen Bug. Die Frage ist, geht der jetzt immer noch? Und ich würde sagen, das finden wir jetzt mal schnell raus. Yo, das Bad Omen hat ja auch voll den coolen Effekt bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob es das Bad Omen ist. Nee, ist ein Trial-Ohm. Okay.
Keine Ahnung, was das dann macht. Nee, ich glaube, das geht nicht mehr. Schade, Schokolade. Mal gucken, wie stark der ist. Kann keine Kuh-One hitten. 6 Attack Damage. Okay, wofür ist denn der dann aber? Ja gut, Leute, ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, falls ich was vergessen haben sollte. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schaut auch gerne auf Twitch vorbei, denn da werde ich in nächster Zeit ein bisschen was von der neuen Version livestreamen. Und dann erstmal, ciao!